runden Geburtstag feiert dieses Jahr die Raiffeisenbank Galsbach. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens fand sich die Raiffeisen-Familie, bestehend aus aktiven wie ehemaligen Mitarbeitern und Funktionären, in den Bankräumlichkeiten ein, um auf dieses Ereignis mit einem Gläschen anzustoßen. Also es gibt Ereignisse, die es besonders wert sind, gefeiert zu werden. Und die Raiffeisenbank Galsbach feiert das 100-jährige Jubiläum. Und da wünscht man natürlich alles, alles Gute, auch für die Zukunft. Ja, weiterhin beste Geschäfte. Zunächst müssen vielleicht in Galsbach noch die Wirtschaftsmöglichkeiten angekurbelt werden. Und dann hat die Bank sicher auch wieder ihren Anteil und wird ihre guten Geschäfte machen. Ja. Weiterhin so ein gutes Team, wie wir jetzt sind. Wachstum und zufriedene Kunden, vor allem sehr, sehr zufriedene und viele zufriedene Kunden. Das ist auch weiterhin, das ist das, was ich der Raiffeisenbank Galsbach wünsche zum 100. Geburtstag. Und das auf alle Fälle auch den 200. Geburtstag in aller Frische erlebt. Ja. Ein Blick auf die Geschichte und Entwicklung der Bank gleicht einer Zeitreise quer durch ein Jahrhundert. Mit der Gründung eines Vorkassenvereins schlägt am 20. Jänner 1903 die Geburtsstunde der heutigen Raiffeisenbank. Weitere Meilensteine in der Entwicklung sind das neue Geschäftslokal 1959, 1966 der Umbau und die Neueröffnung sowie die Neubildung der Raiffeisenbank Rieskirchen 1988. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wie die Raiffeisenkasse am Sonntag vor oder nach der Kirche im sogenannten Viertauer Wirtshaus, das es heute nicht mehr gibt, was da auf dem grünen Baum getagt hat. Und mit meinem Vater habe ich seinerzeit meine ersten Sparanlagen dort eingelegt. Ja, verändert hat sich einiges. Ich glaube, das kann man früher mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Damals waren so viele Fremde da, Kurgäste. Wir haben damals 2000 Kurgäste gehabt und dadurch war das Schaltergeschäft in der Raiffeisenbank immens. Und die Computer, das hat es alles noch nicht gegeben. Wir haben noch eine alte Buchungsmaschine gehabt, wir haben noch die Kontoblätter gehabt, die alten, und wir haben noch die Auszüge einreihen müssen und alles. Es hat sich eine Menge verändert, ja. Dass wir sie bemühen, das Bestmögliche für die Anliegen der Kunden zu finden, dass man sich um die bestmögliche Problemlösung bemüht, das hat vor 100 Jahren genauso gegolten wie heute. Das Pferd war und ist unser symbolischer Begleiter in der Form des Giebelkreuzes. Es hat uns seit Beginn 1903 bis zum heutigen Zeitpunkt begleitet. Unser Pferd hat gemerkt, dass nicht nur eines gibt, vorm Wagen gespannt zu sein, sondern auch, dass man die Energie nützen kann. Unser Pferd fährt mit und staunt und blickt ganz positiv in die Zukunft. Was wird denn kommen? Was wird denn die nächste Entwicklung sein? Und so sehen das auch wir als Mitarbeiter der Raiffeisenbank. Nicht viele Unternehmen bestehen 100 Jahre. Jeder Einzelne der an diesem Tag Anwesenden hat zum langjährigen Erfolg der Raiffeisenbank Galsbach einen wichtigen Beitrag geleistet, hat sich mitgefreut und ist immer zu seiner Bank gestanden. Ich habe damals 1984 in Galsbach meine sozusagen berufliche Laufbahn gestartet. Ja, da erinnert man sich natürlich an viele schöne Zeiten zurück, an die Jugend sozusagen, die man mit der Raiffeisenbank auch verbracht hat. Ich bin über 30 Jahre Mitarbeiterin in dieser Bank und das erfüllt mich mit irrsinnig viel Stolz, als geborene Galsbacherin meine Kunden so lange zu begleiten bzw. das Vertrauen meiner Kunden so lange zu genießen, und ich hoffe, dass das auch noch länger so weitergeht. Das ist einfach mein Leben, das ist der Großteil meines Lebens, da zu arbeiten, und das ist eine tolle Sache.